Guten Tag und herzlich willkommen zur Vorstellung des PV-Rechners eMob.ee. Mein Name ist Sebastian Albert Seyfried vom Büro Ö-Quadrat und ich möchte Ihnen eine kurze Einführung in die Funktionsweise des PV-Rechners geben. Ziel ist es, dass Sie das Tool anschließend für die Abschätzung der Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage auf Ihrem eigenen Dach oder im Rahmen von PV-Beratungen einsetzen können. Der Excel-basierte PV-Rechner steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. Sie finden den PV-Rechner entweder auf der Webseite des Öko-Instituts oder auf der Projektwebseite www.emob.ee.de. Der PV-Rechner wurde im Pilotprojekt eMob.ee in Kooperation zwischen dem Öko-Institut und Büro Ö-Quadrat entwickelt. Das Projekt wurde im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert. Um die Vorstellung des PV-Rechners etwas konkreter zu gestalten, möchte ich Ihnen die Anwendung anhand eines Beispiels demonstrieren. Hierfür nehmen wir einen Haushalt mit 4 Personen, Familie Musterle, die in einem Einfamilienhaus im Raum Freiburg wohnen. Der Jahresstromverbrauch beträgt 4600 Kilowattstunden mit einem Arbeitspreis für den Strombezug von 38,8 Cent pro Kilowattstunde. Familie Musterle hat sich vor kurzem ein E-Auto gekauft, und zwar einen Mittelklassenwagen mit Realverbrauch von 22,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Beim Fahr- und Ladeverhalten nehmen wir an, dass das Fahrzeug an 4 Werktagen die Woche 50 Kilometer gefahren wird und ab 14 Uhr wieder zu Hause aufgeladen wird. Am Wochenende wird es an einem Tag 100 Kilometer gefahren und ab 20 Uhr wieder zu Hause aufgeladen. Die Dachfläche des Einfamilienhauses hat eine Südwestausrichtung und eine verfügbare, nutzbare Dachfläche von 12 x 6 Meter. Die Neigung beträgt dabei 30 Grad. Die Fragen, die wir mithilfe des PV-Rechners beantworten wollen, sind: Lohnt sich eine PV-Anlage grundsätzlich? Reicht die PV-Anlage aus, um den zusätzlichen Strombedarf des E-Autos auszugleichen? Und was ändert sich an der Wirtschaftlichkeit beim Laden des E-Autos am Abend? Gehen wir zunächst auf die Startseite des PV-Rechners. Hier gibt es Links zu den einzelnen Tabellenblättern des Rechners. Über das Häuschensymbol ganz links oben kommen Sie wieder zurück auf die Startseite. Außerdem finden Sie auf der Startseite eine detaillierte Bedienungsanleitung mit Erklärung zu den einzelnen Tabellenblättern. Unter anderem auch eine Erklärung der farblichen Markierung der Ein- und Ausgabefelder. Grundsätzlich sind alle Eingabefelder umrandet. Bei Feldern mit grauem Rand handelt es sich um Eingabefelder, wo Sie frei Zahlen und Texte eingeben können. Felder mit blauem Rand sind Felder mit Auswahloptionen, wo Sie eine Auswahl per Dropdown-Menü auswählen können. Bei karierten Feldern handelt es sich um optionale Eingabefelder, mithilfe deren vom Tool vorgeschlagene Werte bei Bedarf überschrieben werden können. Ich werde das aber nachher noch demonstrieren. Kommen wir zur Übersicht der Szenarien. Um die Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage und des Batteriespeichers abschätzen zu können, werden im PV-Rechner jeweils die Gesamtkosten von 3 verschiedenen Szenarien berechnet und miteinander verglichen. Im Referenzszenario wird der aktuelle Situation berechnet, nämlich die Stromkosten für den Haushaltsstromverbrauch und für das E-Auto. Sie können das Tool natürlich auch ohne E-Auto verwenden, indem Sie einfach die Eingabefelder im Bereich E-Auto leer lassen oder auf dem Tabellenblatt E-Auto ganz unten das E-Auto deaktivieren.
Im Szenario 1 kommen zusätzlich die Kosten für die PV-Anlage und die Einspeisevergütung hinzu. Und im Szenario 3 noch ein zusätzlicher Batteriespeicher. Die Funktionsweise des PV-Rechners basiert auf einer stundengenauen Simulation der Solarerzeugung, des Stromverbrauchs durch Haushalt und E-Auto, der Netzanspeisung und des Netzbezugs sowie der Einspeicherung und des Entladens des Batteriespeichers. Dies basiert anhand der im PV-Rechner hinterlegten typischen Verbrauchskurven und der Erzeugungskurven für die PV-Anlage. Wir fangen jetzt mit der Eingabe der Daten für den Haushalt an. Hierfür gehen wir in das Tabellenblatt Haushalt. Ich gebe zunächst das heutige Datum ein und mich als Namen des Beraters. Büro Ö-Quadrat als Organisation. Beraten wird Familie Musterle. Und es handelt sich um einen Vier-Personen-Haushalt in einem Einfamilienhaus ohne elektrische Warmwasseraufbereitung mit einem Jahresstromverbrauch von 4600 Kilowattstunden. Nach Eingabe des Jahresstromverbrauchs erhalten wir bereits die Stromeffizienzklasse des Haushaltes. Wenn Sie sich mit den Stromeffizienzklassen von Haushalten nicht auskennen, finden Sie weitere Informationen hierzu auf der Webseite stromspiegel.de. Die Einteilung in Verbrauchsklassen soll Haushalten dabei helfen, ihren eigenen Verbrauch besser abschätzen zu können und sie gegebenenfalls zu Einsparungen zu motivieren. Die Einschätzung laut Stromeffizienzklasse lautet für Klasse E: Sie verbrauchen mehr Strom als vergleichbare Haushalte. Für Sie lohnt es sich besonders, nach Ursachen für Ihren hohen Stromverbrauch zu suchen und Strom zu sparen. Die Motivation für die Aufnahme der Stromeffizienzklassen in den PV-Rechner war, dass der Moment, wo größere Entscheidungen im Haushalt anstehen, wie beispielsweise die Anschaffung einer PV-Anlage, Haushalte in der Regel aufgeschlossener sind gegenüber anderen Aspekten, wie zum Beispiel Stromsparen. Und eine der Ziele des Projektes EMOB.EE und das Hauptziel ist, dass der zusätzliche Stromverbrauch von den Elektrofahrzeugen durch den Bau von PV-Anlagen oder durch Stromsparmaßnahmen im Haushalt ausgeglichen wird. Von daher setzen wir hierzu hoffentlich Anreize für das Stromsparen im Haushalt. Hier sehen Sie noch, wie die Einordnung in die Stromeffizienzklassen funktioniert. Genauer erklärt ist das allerdings auch auf der Webseite stromspiegel.de. Wir gehen weiter zur Eingabe der Informationen zum E-Auto. Es gibt einige voreingestellte Elektrofahrzeuge, die man hier per Auswahlmenü auswählen kann. Ich wähle jetzt aber zunächst ein Mittelklassenfahrzeug und überschreibe hier noch den Wert für den realen Stromverbrauch von 21,7 auf 22,6 Kilowattstunden. Hier sieht man schon, dass jetzt mit dem neuen Wert gerechnet wird. Die Fahrleistung lag bei 50 Kilometern mit Ladung um 14 Uhr an 4 Tagen die Woche. Und rechts sehen Sie das Lastprofil des Elektrofahrzeugs, das für die Berechnung, für die Simulation verwendet wird. Am Wochenende hatten wir 100 Kilometer mit Ladung am Abend und zwar an einem Tag. Die Gesamtfahrleistung liegt somit bei 15.650 Kilometer im Jahr mit einem Jahresstromverbrauch für das E-Auto von 3.537 Kilowattstunden.
Wir gehen dort nun zur Konfiguration des PV-Anlage. Als Größe der PV-Anlage geben wir hier 12 x 6 Meter ein und kriegen eine vorgeschlagene PV-Anlagengröße von 13 Kilowatt Peak. Diesen Wert könnten wir bei Bedarf hier überschreiben, wenn wir zum Beispiel eine kleinere Anlage haben. Ich lasse jetzt aber den Wert von 13 Kilowatt, also den vorgeschlagenen Wert von 13 Kilowatt Peak. Wir hatten eine Südwestausrichtung mit 30 Grad Neigung. Auch das hat gleich Auswirkungen auf die Solarproduktion. Hier könnten wir noch eine zusätzliche zweite Dachfläche konfigurieren, die wir jetzt aber freilassen. Und hier oben sehen wir noch die aktuellen Einspeisevergütungen, die basierend auf den Installationszeitpunkt und auf die Anlagengröße berechnet werden. Wenn wir und den Standort des Hauses anhand der ersten zwei Ziffern der Postleitzahl etwas genauer bestimmen, werden noch realistische spezifische Solarerträge für die PV-Anlage verwendet. In diesem Fall 999 Kilowattstunden für eine optimal ausgerichtete Anlage in Freiburg und für die gewählte Anlage mit Südwestausrichtung 977 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak. Mit dem gesamten Solarertrag von 12.700 Kilowattstunden erzeugt die PV-Anlage 3,6-fach so viel, wie das E-Auto pro Jahr verbraucht. Das war schon eine der Fragen, die wir uns vorhin gestellt hatten. Hier sind die Informationen zum Batteriespeicher. Derzeit rechnet er mit einem 13 Kilowattstunden Batteriespeicher mit Kosten von 12.350 Euro und 90% Wirkungsgrad. Diese Werte werden wir jetzt erstmal nicht überschreiben, sondern kommen zur Wirtschaftlichkeit, wo wir zunächst noch die ökonomischen Rahmenbedingungen festlegen können. Hier trage ich den aktuellen Stromverbrauch ein. Und wir haben nun die Möglichkeit, noch einzustellen, wie wir erwarten, dass sich der Strompreis in den nächsten 20 Jahren ändern wird. Und ob wir mit einem stabilen Strompreis rechnen wollen oder mit einem kontinuierlich ansteigenden Strompreis. Auch wenn es hier nur kleine Änderungen sind, haben diese trotzdem Wirkungen auf die Gesamtrechnung über 20 Jahre. Oft sind diese Werte auch in Angeboten mit drinnen, die Solateure in der Wirtschaftlichkeit machen. Von daher ist es sinnvoll, wenn Haushalte oder sie selber die Möglichkeit haben, diese Werte auch selber zu bestimmen und schauen, welche Auswirkungen diese kleinen Änderungen haben. Im Referenzszenario liegen die Stromkosten im ersten Jahr bei 3.189 Euro und steigen dann in diesem Fall um jährlich 1%. Und die Gesamtkosten über 20 Jahren betragen 71.800 Euro. Im Szenario E-Auto und PV-Anlage fallen die Stromkosten deutlich geringer aus. Es kommen jedoch zusätzlich die Kosten für die PV-Anlage und jährliche Wartungskosten dazu. Und es kommen die Einspeisevergütung für den nicht genutzten Strom hinzu. Die Gesamtkosten liegen in diesem Fall bei 55.000 Euro
und sind 16.000 Euro niedriger als im Referenzszenario. Die PV-Anlage bringt also einen wirtschaftlichen Vorteil. In einer Nebenrechnung wird berechnet, ob es vorteilhaft ist, den kompletten Strom einzuspeisen und hierfür eine etwas höhere Einspeisevergütung zu erhalten. Die Einspeisevergütung für den gesamten Strom beträgt über 20 Jahre 32.000 Euro, aber aufgrund des deutlich höheren Strombezugskosten beträgt der wirtschaftliche Vorteil gegenüber dem Referenzszenario nur 5.000 Euro und gegenüber dem Szenario PV-Anlage mit Eigenverbrauch ergibt sich ein wirtschaftlicher Nachteil von über 11.000 Euro. Eine Volleinspeisung ist also in diesem Fall nicht sinnvoll. Generell ist eine Volleinspeisung nur dann sinnvoll, wenn ein sehr geringer Teil des Stroms im Haushalt nur selbst verbraucht werden kann. Meistens bei Eigenverbrauchsquoten von 10% oder niedriger. Im Szenario 3, E-Auto, PV-Anlage und Speicher, kommen noch die Kosten für die Installation und die Wartung des Speichers dazu. Die liegen über 20 Jahre bei knapp 18.000 Euro. Den Wartungskosten für den Batteriespeicher sind auch schon Kosten für einen vorzeitigen Austausch von Batterien mit enthalten. Der wirtschaftliche Vorteil gegenüber dem Referenzszenario liegt mit 17.000 Euro sogar noch etwas höher als beim Szenario mit E-Auto und PV-Anlage. Bei den im Tool hinterlegten Werten, also für die Kosten von PV-Anlage und Speicher, würde sich also der Batteriespeicher auch lohnen. Und weiter unten werden noch die internen Verzinsungsraten für die beiden Szenarien berechnet und dargestellt. Finanzierungsfragen werden in dem Tool nicht behandelt. Generell kann aber für die Frage, ob eine Finanzierung der PV-Anlage über einen Kredit sinnvoll ist, die interne Verzinsungsrate verwendet werden. Gehen wir weiter zur Ergebnisübersicht. Hier werden nochmals die drei Szenarien übersichtlich nebeneinander gestellt. Es werden die Verbrauchsdaten und dargestellt, die Energieflüsse, die sich in einem Jahr ergeben und die Eigenverbrauchsquoten im Szenario E-Auto und E-Auto und Speicher. Diese liegen bei 26% bzw. 47%. Und die Verluste und Volllastzyklen der Batterie im letzten Szenario. Weiter unten werden nochmal die Ergebnisse der Szenarien einzeln dargestellt und die Verteilung der Solarproduktion in Eigenverbrauch und Einspeisung grafisch dargestellt. Dabei wird auch ersichtlich, dass sowohl die Eigenverbrauchsquote als auch der Autarkiegrad über das Jahr hinweg schwanken und im Szenario mit Speicher deutlich höher liegen. Wenn man die Energieflüsse auf stundengenauer Basis für die einzelnen Szenarien nochmal genauer anschauen möchte, kann man das im untersten Bereich des PV-Rechners machen, und zwar für das Szenario mit Batteriespeicher. Die Kalenderwoche kann hier per Eingabe oder per
Knopf ausgewählt werden und man sieht die Solarpeaks der Solarproduktion, die Verbrauchspeaks und dann beziehungsweise die Lastkurve hier in blauen Balken und unten in grauer Farbe noch den Speicherzustand des Batteriespeichers. Kommen wir noch zur Zusammenfassung. Die Zusammenfassung ist dafür gedacht, dass der Berater einen kurzen Bericht erstellen kann, den er beispielsweise dem beratenden Haushalt als PDF oder ausgedruckt zuschicken kann. Hier sind nochmal die Informationen aufgelistet, die wir auch schon im Tabellenblatt Ergebnisse gesehen haben. Kommen jetzt noch zu der Frage, was sich ändert, wenn das Auto erst am Abend geladen wird. Ich gehe hier auf 20 Uhr und bei den Ergebnissen sehen wir, dass die Eigenverbrauchsquote jetzt nur noch 16% liegt und der wirtschaftliche Vorteil von knapp 17.000 auf 8.000 Euro über 20 Jahre gesunken ist. Andererseits, wenn wir das Auto am Wochenende und auch unter der Woche jeweils schon um 10 Uhr laden könnten, was natürlich schwierig realisierbar ist, dann wäre der wirtschaftliche Vorteil der PV-Anlage 25.000 Euro. Man sieht also sehr einfach den Einfluss des Ladezeitpunkts auf die Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage. In einem weiteren Szenario möchte ich noch die Frage, ein konkretes Beispiel durchrechnen. Und zwar das Fallbeispiel, dass der Haushalt jetzt ein Angebot für eine PV-Anlage und einen Stromspeicher bekommen hat. Dabei handelt es sich jetzt nur um eine PV-Anlage von 9,8 Kilowatt Peak für 25.000 Euro, die im November 2024 fertig wird und für die 10 Kilowattstunden Batteriespeicher werden 12.000 Euro fällig. Die Frage, die wir damit beantworten wollen, sind, rechnet sich die PV-Anlage weiterhin? Welche Auswirkungen hätte das Laden am Abend und wie sieht die Wirtschaftlichkeit ohne Ihr Auto aus? Um diese Fragen zu beantworten, gehen wir nochmal in den Reiter PV und Speicher, geben hier oben die Nennleistung der angebotenen PV-Anlage ein, die Kosten für den Speicher überschreiben wir hier. Bei dem Batteriespeicher nehmen wir 10 Kilowattstunden und hier lagen die Kosten bei 12.000 Euro. Jetzt sehen wir, dass sich auch hier der wirtschaftliche Vorteil auf nur 7.000 Euro reduziert hat. Die interne Verzinsungsrate läge in diesem Fall nur bei 1,5%. Aus wirtschaftlicher Sicht wäre es somit fraglich, ob die PV-Anlage sinnvoll ist oder ob das Geld auf dem Festgeldkonto nicht mehr Ertrag abwirft, aber es geht ja auch um die ökologische Perspektive. Das ist allerdings, Ziel dieses Tools ist, die Informationen an den Haushalt zu liefern, dass dieser eine informierte Entscheidung liefern kann und sich hoffentlich für eine PV-Anlage entscheidet. Wenn wir jetzt nochmal zum E-Auto gehen und laden am Abend auswählen, erst um 18 Uhr, dann wäre die Wirtschaftlichkeit sogar gar nicht mehr gegeben.
mit einer negativen Verzinsungsrate. Ja, und wenn ich jetzt hier im Tabellenblatt E-Auto, Elektroauto und das E-Auto ganz entferne, dann ändert sich jetzt hier auch nichts mehr groß, weil ja, wir eh schon beim Laden am Abend waren. Damit wäre ich am Ende der Vorstellung des PV-Rechners EMOB.EE. Ich hoffe, dieser PV-Rechner hilft Ihnen weiter. Zwei Aspekte, die der PV-Rechner derzeit noch nicht kann, ist das PV-Überschussladen von E-Autos und die Einbeziehung von Wärmepumpen. Dennoch hoffe ich, dass Sie das Tool nützlich finden. Wenn Sie Fragen haben, schauen Sie zuerst in die Bedienungsanleitung. Ganz unten auf dem Tabellenblatt Start finden Sie auch noch die aktuelle Version des PV-Rechners, die Ihnen vorliegt. Und wenn Sie Fragen haben darüber hinaus oder Fehler auftreten, können Sie sich gerne an mich wenden. Damit bedanke ich mich nochmals und wünsche Ihnen gutes Gelingen beim Umsetzen Ihrer PV-Anlage. Ja, wir auf Wiedersehen und danke fürs Schauen dieses Videos. Ciao.